Guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Und ja, herzlich willkommen im neuen Video, Leute. Es ist Donnerstagmorgen und ich bin schon auf 180. Ich muss mich ein bisschen auskotzen, ich bin ehrlich. Es ist einfach, fängt der Tag schon scheiße an. Tilo ist gar nicht da, der hat wohl verpennt. Wir haben fast 10 Uhr morgens. Max ist beim Zahnarzt, der kriegt einen Zahn gezogen, weil er sich vorgestern, ist er irgendwo gegen das Tor gelaufen, hat sich tatsächlich alleine den Zahn aus der Fresse rausgeschlagen, bin ich ehrlich. Ich meine, wir haben gelacht, es ist zwar scheiße, aber irgendwie haben wir doch gelacht, weil er sich selber die Zähne rausschlägt, ne? Sag ich mal. Auf jeden Fall, es kommt kein Kunde, ich muss was machen, hier brennt die Luft, ich bin alleine, ich soll noch ein paar T-Shirts drucken und alles, ich flippe aus, Leute. Also, der Tag fängt echt scheiße an. So, dann schaut mal, dann schickt mir der Lieferant, jetzt steht das Auto hier, jetzt steht der Golf hier auf der Hebebühne, seit gestern steht der Ford, oder weiß gar nicht, wegen der scheiß Achsmanschette, und wir können nichts machen, alles zerlegt, und es kommt eine Achsmanschette, schaut euch das mal an, die ist bei der Verpressung nagelneue Manschette, ist das scheiße gepresst. So, heute kommt die nächste und es ist heute. Und wo ist denn der Scheiß? Und da ist genauso. Da ist genauso die Scheiße verpresst. Da ist ein Loch drin. Das ist da gar nicht zusammengepresst, ne? Ich raste gleich aus. Ich flippe. Also, boah, ich muss irgendwie mal runterkommen. Ja. Der Tag fängt echt scheiße an. Seid mal nicht böse, dass ich da jetzt. Ich muss das mal rauslassen. Muss die Wut jetzt da mal rauslassen. Ja, ich mache jetzt weiter, ich muss ein paar T-Shirts dringend fertig machen, die muss ich noch verschicken. Und ja, meine Mutter, normalerweise macht es meine Mutter, aber sie war jetzt krank. Und ab heute, glaube ich, heute oder was, glaube ich, hat sie gesagt, kann sie wieder kommen, aber irgendwann gegen Mittag. Ja, und es bleibt wieder alles an mir hängen. Also, ich mache mal weiter. So, meine Lieben, ich bin wieder da. Ich habe den Tag heute irgendwie einigermaßen durchgebracht. Es war, ach, ich weiß nicht, ihr wisst ja, wir fahren morgen an den Wörthersee. Und mir steht bis da oben hin. Wir haben jetzt schon, wie viel haben wir im Moment? 20.15 Uhr. So, ich muss jetzt noch hier alles dicht machen. Ich muss nach Hause, ich muss packen, ich muss eigentlich mein Einser noch aufladen. Ja, heute war einfach alles irgendwie ein bisschen zu viel, war echt wirklich ein Scheißtag. Ja, der Herr Ketchup war da heute mit dem Passat. Ne, den kennt ihr aus dem Video, der hat seinen Passat abgeholt und war auch sehr zufrieden, aber seht selbst. So. Ja, meine lieben Zuschauer, der Herr Ketchup ist heute da zu Besuch. Was heißt zu Besuch? Er holt seine Karre ab und ist schon aufgeregt. Herr Ketchup muss mal gucken, dass er sich heute nicht in den Schlüpper scheißt. Dass er sich in den Schlüpper einscheißt. Ja, werden wir mal gleich sehen, wir gucken mal. Mir glauben wir aber so viel. Ja. Also, übertreib nicht, ich habe Angst als Beifahrer, ja, weißt du. Ja. Angst. Ja. Ja, ja, ja. Wir gucken jetzt mal, was es geht, ja, ob man geht richtig. So, ich wo fahren wir lang? Rechts, rechts? Rechts, 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 ja. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Ich mach da ein bisschen auf. Mal gucken, ob der Sprit reicht, ne? Was auch, da kommt ein Auto, ne? Ja. Bist du aufgeregt? Ein bisschen, mal. Und dann geht's. So, wollen wir die Kurve noch abfahren oder gleich? Ja, die Kurve kann. Ja, mal langsam. Du kannst, also ich sag mal da, also ab der Brücke, da kannst du schon so. Und wie gesagt, wenn er durchdreht, wenn du merkst, er dreht durch, dann schalt den nächsten. Ne? Ja, ja. Kannst du mal probieren jetzt. Oh. Jawohl. Es ist schon was anderes der jetzt. Geht, ne? Der geht richtig. Sehr schön. Ja. Hat der Gocke super gemacht. Geil, ne? Und vor allem seine Schrauber. Super klasse. Ja, er scheint echt zufrieden zu sein. Er scheint echt zufrieden sehr zu gut, sein. Sehr gut. So muss das. Das wenn du Vollgas hast, machst du dann manchmal so, dass du Gas wegnimmst, wieder Gas wegnimmst, wieder Gas, ne? Ja, wenn er dreht, ne? Du kannst hier mit dem Gas spielen. Für Show jetzt meinst du? Ja. Ja. Ja, dann spielst du mit dem Gas und haust nicht immer so voll im Begrenzer rein. Spielst du lieber mit dem Gas. Weil, was hast du denn im Begrenzer? Ich glaube 7. Und jetzt ist Attacke hier sozusagen, ja? Ja, da kannst du jetzt dann mal so. Okay. Ab dem zweiten ist immer besser, weil der erste dreht eh immer so gleich so schnell hoch, weißt du? Der dreht nur durch, ne? Kannst ruhig mal. Jetzt. Kann er das ab? Das war schon ganz schön. Ja. Das kann das die Triebe ab und so. Ja, man kann es noch mal. Mach noch mal dritter, vierter oder vierter, wie du willst. Ne?
fährt er. Geht schon, ne? Alter Schwede. Hast dich. Es stinkt. Hast dich eingeschissen. Guck, ich habe meine Klimaanlage. Ich hatte die eine drin. Ich hätte bestimmt eine Klimaanlage. Ja, ich gesagt, und es ist heute warm, ne? Also du musst dich echt dran gewöhnen, ja, wenn man die lässt. Ja, übertreib nicht, ne? Nee. Ja, ist geil. Der ist richtig geil. Also das Auto macht mir richtig Spaß. Ja. Da kannst du einkaufen fahren damit, ne? Echt, da links, genau. Ja, und immer, wenn du geballert bist, dann lassen immer noch ein bisschen im Stand so, sag ich mal, so 20, 30, 40 Sekunden laufen, weißt du, damit der Lader ein bisschen abkühlt. Ach so, okay. Ja. Du bist glücklich, ja? Ja, Ketchup ist zufrieden. Ja, guck mal, gute Nacht. Ketchup ist zufrieden, geil. Ja, ich bin auch ein bisschen schweißgebadet. Ich habe immer Angst, wenn ein Kunde, der kennt das Auto noch gar nicht und gibt einfach Vollgas. Ich habe immer Angst, da passiert irgendwas. Ne? Er fährt da irgendwie aus der Kurve raus oder, oh, ich bin echt nass geschwitzt, Leute. Wobei er nicht mal brutal Gas gegeben hat. Ja, er scheint zufrieden zu sein, ne? Na Gott sei Dank. So, ich gehe wieder rein, muss noch was machen. Gestern war der aus Frankreich da, hat sein Golf auch abgeholt, ist nach Frankreich damit gefahren, auch gut angekommen, alles super, nur die neuen Kettenspanner, es gibt keine Bäume bei VW, ne? Es gibt nur noch diese Zubehördinger, die funktionieren leider nicht. Wenn die ziemlich weit ausfahren, halten die den Druck nicht und dann fängt an leicht die Kette zu rasseln, da müssen wir uns noch was einfahren lassen, da habe ich schon eine Idee. Ja, sonst war der auch sehr zufrieden. So, hallo Christoph, kleine Video. Also erstens, ja, ich bin schön begeistert über den Motor, der läuft richtig rund. Also ist sehr, sehr angenehm unten im tiefen Bereich. Ich habe in Deutschland einmal Vollgas gegeben mit Ladedruck, im sechsten Gang hoch bis 180. Und das war schon genug. Und dann sind wir immer so 150, 160 gefahren. 3600, 3800 Umdrehungen. Verbrauch war 14 Liter und ja, Öltemperatur ist auch gut. Und ich bin also mal sehr gut vor meiner Mutter angekommen in Saarbrücken. Und jetzt bin ich unterwegs Richtung Jura. Und ja, noch 2,5 Stunden, dann bin ich zu Hause. So fahre ich in Frankreich. 110, 120, locker, sechster Gang. Und ja, Sprit sparen und gut ankommen. Alle, ciao! Ich bin dabei, ein paar Pullover zu machen. Ich habe heute einige gemacht. Mein Sohnemann, der Kevin, der Große, war heute auch da und hat auch schon Pullover gemacht. Ich zeige euch mal. Ja, hier ist unsere Bügelmaschine für die Pullis. Ne? Ich habe einige Pullis, weil wir die an den Wörthersee mitnehmen wollen. Jeder will jetzt an den Wörthersee. Jeder, wo mitfährt, will einen Pulli. Wir haben einige Pullis und T-Shirts gemacht. Ja, so sieht es nämlich aus. Hier sind die Aufdrucke. Ne? Die kleben wir praktisch auf die Pullover drauf. Dann wird es da drauf gebügelt und fertig. Und also das musste ich alles vorbereiten. Ja, und ich habe noch lang keinen Feierabend. Der Golf, der VR6, den haben wir mal umgebaut. Da war ja eine Achsmanschette kaputt. Und die Servopumpe, hat er gesagt, Gockel, guck mal bitte nach der Servopumpe. Ich habe eine andere Servopumpe rein. Hat auch nicht funktioniert. Die Lenkung geht immer noch schwer. Also ist auf jeden Fall die Lenkung. Das ist seine alte Lenkung, da kann ich nichts für. Habe ich gesagt, da musst du die Lenkung rausnehmen und musst du mal einfach eine andere Lenkung da einbauen, weil mit der Lenkung stimmt irgendwas nicht. Die geht, also sie macht keine Geräusche oder irgendwas. Ne? Wir haben erst gedacht, die Pumpe bringt den Druck nicht mehr oder was. Ist nicht. Es ist nur die Lenkung. Also der hat gesagt, er hat noch eine andere, er wird sich die wahrscheinlich da einbauen. Ja, ist fertig, Achsmanschetten sind drin, Leute. 2 Tage stand die Karre auf der Hebebühne, weil unser Lieferant, die falschen nicht, aber die waren kaputt, die waren neu. Und da, wo der Gummi verpresst ist, weiß nicht, ob ich es euch gezeigt habe. Ich habe es ja euch gezeigt. So, Leute, da steht mein 1er. Angemeldet ist er. Ja, habe ich hier, schaut mal, LM, Leon und Marina. Ist mir gerade so eingefallen, wo ich ihn angemeldet habe. Ja, den fahre ich jetzt noch rein und dann geht's ab. Morgen früh lade ich das Ding auf den Hänger. Heute mache ich es nicht mehr. Ja, gerade schon erwähnt,
Ich habe erst überlegt, ob ich es jetzt noch mache, ob ich ihn jetzt heute auflade. Ich habe keinen Bock. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich muss noch packen, so viel Zeug machen und muss noch Wäsche waschen. Und ich mach's morgen früh. Ich komme ziemlich früh morgen daher und lade das Ding schnell auf den Hänger. Auf den Hänger. Es läuft ja. Ich fass einfach drauf und mach da Pagode ran. Und dann geht's los nach Österreich an den Wörthersee. Ich nehme auf jeden Fall meinen Einser mit. Ja, heute kurzes Video. Nichts Besonderes. Wollte nur berichten, dass ich morgen an den Wörthersee fahre und was hier gerade heute so abging. Alles, ich habe heute vergessen, ich wollte so viel filmen, ich habe nichts gemacht. Ich war irgendwie so durch, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie total das Film vergessen, egal. Ich wollte nur noch berichten, was wir heute so alles gemacht haben. Und ja, ihr seht mich, auf jeden Fall die, wo am Wörthersee sind, da seht ihr uns, ich bin mit meinem Einser unterwegs. Ich hätte noch eine andere Kiste mitnehmen können mit richtig Leistung, aber ich bin ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe hier genug von diesen Leistungskisten und ich freue mich auf meinen Einser. Und er passt einfach zu dem Treffen. Ja, und dann seht ihr mich. Schwarzer Einser, Urgedi, ne? Ihr habt es ja gesehen, damit bin ich unterwegs. Arnold nimmt seinen Einser auch mit. Arnold hat auch einen schönen 77er Golf 1, einen grünen, den nimmt er mit. Und ja, wir sehen uns bestimmt dort. Ich würde sagen, ich erzähle jetzt hier gar nicht mal ein kleines Video. Ich mache heute nicht viel. Ich werde auf jeden Fall morgen geile Videos machen. Am Wörthersee mache ich geile Videos. Und dann schneide ich euch was richtig Geiles zusammen. Also ihr hört von mir wieder in ein oder zwei Tagen. Ne? So, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Mir reicht's, ich gehe jetzt nach Hause. Und euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Und macht's gut. Ne? Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.